Einmal pro Woche ist Nelly ehrenamtlich in der Kita zum Vorlesen. Es war einmal ein altes Piratenschiff, das segelte über alle 7 Meere. Sie sucht gern Bücher aus, in denen starke Mädchen vorkommen. 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, bis 2030 Armut, Hunger und Klimawandel lokal und global zu bewältigen und Ungleichheit und Krieg entgegenzutreten. Dazu wurden 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung festgelegt. Auf Englisch heißen sie Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Ziel Nummer 5 ist Geschlechtergleichheit. Denn noch immer werden Menschen aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt. So ist die Mehrheit der Armen und der größte Teil der Analphabeten weiblich. Bis 2030 sollen alle Frauen und Mädchen ein selbstbestimmtes Leben führen können. In Deutschland und überall auf der Welt. Also bei mir heißt das Gleichheit. Denn Gleichheit bedeutet gleiche Rechte, die Gleichstellung aller Geschlechter und den Schutz vor Diskriminierung. Niemand darf wegen seines Geschlechtes benachteiligt werden. Alle müssen sozial abgesichert sein und teilhaben können an der Gesellschaft. Für die AWO ist die Gleichstellung von Mann und Frau seit 100 Jahren zentrale Aufgabe. Schiff ahoi! Wir stechen in See! Wir bieten Frauen Unterstützung und machen uns stark für Lohngleichheit, Selbstbestimmung und Schutz vor Gewalt. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Geschlechterparität in der Pflege und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir arbeiten dran.